Gut. Lassen wir die Kiste abheben. Was für eine Kiste? Die Roboter sind beschädigt. Wir sind nicht die ersten Menschen, die an Bord der Legacy kommen. Okay, irgendjemand ist also hier. Gut, ich glaube, das ist uninteressant. Ist es nur ein jemand oder sind es mehrere jemanden? Ich weiß aber nicht, ob die Roboter tatsächlich, ich meine, das hätte ja auch Crick sein können. Ne? Also nur von der reinen Logik her. Ja, das wollte ich nicht. Crew-Aufzeichnung gestartet. Okay, das System müsste laufen. Sagt einfach Bescheid, wenn der Computer aufzeichnen soll. Es müsste bei allen funktionieren. Okay, gut. Jetzt die schlechte Nachricht. Die schlechte Nachricht. Unser Antrieb samt Garf-Antrieb wurde zerstört. Wir treiben auf Bannock 4 zu. Aber dann landen wir doch direkt im EM-Feld von Bannock, oder? Und jeder Schaltkreis auf dem Schiff wird überlastet. Chill, Simmons. Sie hat doch recht. Wenn wir in der elektromagnetischen Strahlung landen, sind wir tot. Hey, lass den Quatsch. Simmons ist zum ersten Mal dabei. Siehst du nicht, dass sie Angst hat? Ja, Baccara, halt die Klappe. Das hilft nicht. Hört sofort auf. Alle. Wir müssen alle mal kurz durchatmen. Es sieht nicht gut aus. Aber es müssen alle hellwach sein und cool bleiben, damit wir eine Lösung finden. Osterholt, du bist mein Ingenieur. Optionen? Wir haben keine Optionen. Kellner und ich müssen eine Schildlösung entwickeln. Den Antrieb zu reparieren ist unmöglich. Okay, dann legt los. Simmons und Baccara, ihr geht durchs Schiff und stellt einen Schadensbericht zusammen. Mayfield, du kümmerst dich um Aguilars verletzten Arm. Bewegung, Leute! Crew-Aufzeichnung beendet. Crew-Aufzeichnung gestartet. Halt dich lieber von Osterholt fern. Er ist besoffen und bewaffnet. Oh mein Gott, geht's dir gut? Erzähl mir ganz genau, was war. Ich wollte Osterholt sein Essen bringen. Und beim Eingang zum Cred-Tank-Tresor saß er auf dem Boden. Eine Flasche in der einen, eine Waffe in der anderen Hand. Hat er etwas zu dir gesagt? Irgendwas Bedrohliches? Nein, er hat mich nur angestarrt und gesoffen. Die Waffe war nicht mal auf mich gerichtet. Was passiert mit ihm, Captain? Was passiert mit uns allen? Erst bringt Baccara sich um und jetzt das. Du musst uns helfen. Scheiße, ich versuch's doch. Ich dachte, Baccara fängt sich. Woher sollte ich wissen, dass er da nicht mehr lebend rauskommt? Alle wollen von mir Antworten haben. Aber weißt du was? Ich habe keine. Es geht alles in die Binsen. Und ich bin schuld. Captain, komm zurück. Bitte. Es tut mir leid. Du hast nichts falsch gemacht, Simmons. Ich rede mit dir. Crew-Aufzeichnung beendet. Crew-Aufzeichnung gestartet. Full House. Scheiße, Mayfield. Du schummelst doch. So viel Glück kann man gar nicht haben. Genau. Ich bin ein echter Glückspilz. Hey. Ich tausche mein Glück gegen ein Sandwich, okay? Ja, klar. Wir haben seit... wie viel? Drei? Nein, seit zwei Wochen keine Vorräte mehr. Wenn wir Sandwiches zum Tauschen hätten, würden wir sie selber essen. Simmons, ruh dich aus. Du klingst schrecklich. Ja, ich mache ein kleines Nickerchen oder so. Sowieso fast nicht. Sorry, Leute. Mir fallen einfach die Augen zu. Ist schon okay. Geh ruhig. Ich sehe nachher mal nach dir.
Also, noch eine Runde. Aguilar, Kellner, Captain. Spielt ihr drei ruhig. Ich lehne mich einfach an Kellner und sehe zu. Ach, und lasst mal den Captain Quatsch und nennt mich Leon. Okay, Leon ist raus. Wir spielen allein weiter. Ich gebe. Crewaufzeichnung beendet. Tja, die letzten Aufzeichnungen, oder ja, die Aufzeichnung einer sterbenden Crew. Hm. Wir müssen ja auch noch Geld verdienen. Sind das eigentlich schon die Credits, die ich mitnehmen muss? Aufzeichnung gestartet. Okay, Aufzeichnung läuft. Also, mehr haben wir nicht übrig. Hast du gesagt? Wenn wir haushalten und immer nur eine halbe Ration essen, reicht es noch für eine Woche. Vielleicht 9 Tage. Wie mache ich das bitte, Kellner? Wie sage ich allen, dass wir sterben? Das musst du gar nicht. Das wissen alle. Sie schließen ihren Frieden damit. Bakara und Osterholt wussten es. Sie haben nur einfach entschieden, es vorzeitig selbst zu beenden. Sieh dir das ganze Geld da unten an. Millionen von Credits. Vollkommen wertlos. Ich könnte ein neues Schiff damit kaufen und uns wegfliegen. Ob die Garbank wohl überhaupt meine Familie benachrichtigt? Unser aller Familien? Captain, dich trifft keine Schuld. Die Schiffe kamen aus dem Nichts. Dass wir überhaupt so lange überlebt haben, ist ein Geschenk. Ein Wunder. Also sollten wir jede Sekunde genießen, die uns noch bleibt. Oder? Crewman, Kellner? Genau mein Gedanke, Captain. Komm her. Komm her und halt mich fest. Crewaufzeichnung beendet. Oh, dann gibt's aber viel. Jetzt, also hier rüber lernen wir jetzt ein bisschen was über die Leute, die auf den Slates sind. Guck nach Waffen oder Munition. Sind die Spinde leer? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Ja, schon besser. Was hat sie überhaupt gegen Credits? Ich meine... Waffen und Munition super, aber die bringen uns ja auch nicht auf Dauer was. Wir müssen Geld verdienen. So.
Oh, wow. Drinkkondensation. Need water. Es gab einfach kein Wasser mehr. Ich glaube, die sind hier in erster Linie verdurstet. Unter anderem verhungert und verdurstet. Stimmt doch was nicht. Achtung, Tresorzugriff erfordert autorisiertes Transfermodul. Tresorzugriff gewährt. Bitte die Türen frei halten. Ist doch, hier ist doch, kann doch keiner drinne sein, oder? Ich meine, die Karte liegt noch da. Das Ding war zu. Ich habe ewig keinen gesehen. Die Galbank verwendet sie seit Jahrzehnten nicht mehr. Das soll die große Menge sein. Tausend. Naja. Ob hier vielleicht doch noch jemand lebt?
So. Crew-Aufzeichnung gestartet. Okay, ich zeichne auf. Also, erklär's mir nochmal. Okay, also. Die Crad-Tanks, die wir transportieren, haben EM-feste Schaltkreise. Achte, die Daten können nicht gelöscht werden, oder? Wenn wir sie alle aneinanderreihen und den EM-Schutz auf die Schilde der Legacy umleiten... Scheiße, ja! Wenn wir alle 2400 zu einem Array koppeln, haben wir genug Saft, um zu verhindern, dass Bannox EM-Feld uns röstet. Was ist mit den ganzen Mikrometeoriten und dem Geröll im EM-Feld von Bannox? Halten die Schilde dagegen? Müssen sie, ja. Wir verkabeln das System mit den Solargeneratoren. Dann können wir es fast nonstop laufen lassen. Naja, wir würden schon ein paar Giga-Amps von den Reserven abzapfen. Aber ja, klingt alles logisch. Ganz ehrlich, das ist genial. Freu dich lieber nicht zu früh. Wir haben noch zwei Probleme. Erstens, wir brauchen den gesamten Stromgeschehen, um das Array am Laufen zu halten. Wir haben also fast nichts übrig. Und zweitens, mit kaputtem Antrieb hängen wir weiter in der Umlaufbahn von Bannock 4 fest. Der Computer hält uns im Orbit, aber mehr ist nicht drin. Hey, ist immerhin ein Anfang. Wir überleben und können nachdenken. Ja, du hast wohl recht. Wir haben sowieso ein Riesenglück, dass wir die ganzen Crad-Tanks transportieren. Wären wir schon auf dem Rückweg, dann... Puh. Ja, dann wären wir tot. Ich meine, das wäre ein Problem gewesen. Aber reden wir mit Captain Liang und bringen die Sache ins Rollen. Crew-Aufzeichnung beendet. Ich habe keine Ahnung, was mit denen los ist. Soll mir egal sein. So viele. Was machen wir? Das muss falsch gewesen sein. Für den habe ich gar keinen. Okay. Was ist denn hier der richtige? Mir der Ring wirklich blau angezeigt, wenn es der richtige ist? Oder zumindest die, die man nutzen kann. Okay, das war wieder falsch.
Hat ein bisschen gedauert, aber... Ich weiß nicht, auf was genau die da schießen. Ihr seid doch meine Friends, ne? Macht mal. Okay, passen alle. Okay, das macht das Ding. Also es zeigt im Prinzip einfach nur, welche passen. Okay, ja, das ist ja zumindest schon mal ganz nützlich. Das war schon mal falsch, sehr gut. Wo ich nicht sehe, wo der hier passt. Ich... Warte, ich mache genau dasselbe gerade wieder, ne? Sei lieber gründlich. Ja, was? Toll. Ja, die sind hinüber. Ah, ich darf von der Kamera dann nicht gesehen werden. Kamera alarmiert dann die Roboter, Geschützturm und so weiter. Also auf Giftgas standen die hier wohl ganz schön. Ich kämpfe auch gern ein bisschen. Ja. Ja.
ist Cryo. Katastrophale Schäden. Ich wusste gar nicht, dass ich Cryo-Meme. Wie weit geht denn das hier? Alles verschoben, also wirklich alles gefühlt. Oh, toll. Haben die da einen Digi-Dietrich drinnen? Was ist das denn? Das ist der Tresor, alles klar. Was war das für ein Geräusch? Was klang da gerade so schleimig? Sind es die Toten, die aus ihren Gräbern aufsteigen? Boah, hast du mich erschrocken. Hässlich, was hast du denn gerade?
Verdammt! Na klar. Bin versehentlich drauf gekommen, wollte ich gar nicht, aber egal. Jetzt, wo wir schon mal dabei sind. Das ist Geschichte. Ja, Sarah. Sieht wohl so aus, als wenn wir gleich drauf gehen werden. Ich muss hier nur... Das gibt's doch nicht, ey. Ja, das ist doch. Wäre mit vorsichtig und schleichen wahrscheinlich um einiges angenehmer gewesen. Ah, da muss ich aber nichts knacken. Ist das eine andere Tresortür? Ah. Ja, wir hätten hier schon viel früher reingehen können. Ach du Scheiß. Ja gut, wenn jeder von den 4000 hat. Alle Systeme
Sprengstoff. Irgendwas Werfbares. Von mir aus das. Geschafft. Na. Soll ich hier nicht irgendwas machen? Die irgendwie auf einen Stick laden oder so? USB-Stick? Es nicht. Ich bin der Meinung, es muss der hier sein. Dann kommen die zwei hier hin. Irgendwas sagt mir, ich hatte das schon, aber war zu blöd. Kommen wir da rein? Das hier wäre die Tür, ne? Trotzdem nichts. Wir sind natürlich wieder überladen. Wie soll es auch anders sein? Wir sollen jetzt nach oben. Habe ich irgendwelchen Müll, den ich wegschmeißen kann? Bestimmt. Schick.
Sache. Das war ich nicht. Hoffentlich muss ich die Credsticks nicht abgeben. Oder die Credits nicht abgeben, die ich hier so halblegal erwerbe. Nee, das passt nicht. Du vielleicht? Der letzte. Klick klingt so schön, oder? Oh ja, Darling. Boah, wenn jetzt einfach so der Widersacher, der hier schon ist, einfach dran wäre. So, du willst die Credits? Die kannst du haben. Irgendwo habe ich... Nein. Ah, wir sind jetzt da. Ich kann mir irgendwie schon vor... Also ich habe das Gefühl, dass ich weiß, wer es ist. Und zwar der mit uns Anwärter war, der es aber nicht geschafft hat, wegen uns. Das Jasper Creeks. War er so kurz vor dem Ziel und saß dann fest wie die Crew der Legacy? Okay, vielleicht doch nicht meine Jasper Creeks. Crewaufzeichnung gestartet. Okay, mal sehen. Wieder ein Tag vorbei. Dann sind wir jetzt bei 6 Wochen. Keine Ahnung. Die Rationen von meinem Schiff sind alle weg. Meine Uhr tickt ab jetzt also. Und Isa gewinnt. Dieses gerissene Luder. Ich habe es echt nicht kommen sehen. Ich meine, Respekt. Ich war so dumm, ihr die Chance zu bieten. Jetzt ruht die Fleet auf ihren Schultern. Ich hoffe nur, sie fährt den schönen Karren nicht komplett an die Wand. Naja, ich setz mich jetzt mal hier hin. So, geht doch. Der beste Platz im Haus. Mit perfekter Aussicht. Das ganze Geld liegt vor meiner Nase und ist komplett wertlos. Was für ein Albtraum. Das ist das schlimmste Gefängnis, das man sich vorstellen kann. Ich würde jeden einzelnen Credit hier schenken, um wieder in New Atlantis zu sein. Mit der Scar, um mein Leben von vorne zu leben. Aber genug geträumt. Ich muss mich dem Unvermeidlichen stellen. Ich verbringe hier meine letzten Tage. Hoffentlich tritt jemand mit halbwegs Hirn in meine Fußstapfen und bringt diese schöne, fette Beute zur Crimson Fleet. Falls jemand diese Nachricht findet, sagt Isa, dass ich ihr keine Vorwürfe mache. Und sagt ihr vor allem, sie soll die Fleet stark halten. Crewaufzeichnung beendet. Externe Kommunikation entdeckt. Automatisiertes Aufzeichnungssystem aktiviert. Legacy, bitte komm. Hier spricht Isa Melond. Hallo, Legacy? Ach du Scheiße. Isa? Bist du das? Isa! Ich bin hier! Ja, ich höre dich! Jasper Criggs. Du lebst noch? Tja, du warst schon immer ein sehr Mistkerl. Ja, ich lebe noch. Enttäuscht. Ein Monat? Ehrlich? Du lässt mich einen Monat lang hier Panik schieben? Eine Woche war abgemacht. Moment. Ich glaube, weil ich von außerhalb des EM-Felds übertrage, wird mein Signal gestört.
Das klang gerade so, als hätte Jasper Kriggs der Große zugegeben, dass er Panik hat. Ja, ja, schon gut. Sparen wir uns den Mist und du rettest mich, okay? Komm schon, hier müssen Millionen von Credits liegen. Wir sind reich. Weißt du was? Ich glaube, ich passe. Weißt du noch, dass du mich zum kommissarischen Chef der Fleet gemacht hast, als du gegangen bist? Tja, da war mir klar, ich will den Job dauerhaft. Ich musste nur deine Schildpläne ein wenig abändern. Hauptsächlich die Fußnoten, in denen der Cheftechniker erwähnt, dass das System unfertig ist. Ich habe sogar einen Techniker dafür bezahlt, das Stromsystem auf deinem Schiff zu manipulieren. Aber sieh dich an. Überrascht mich, dass die Schilde lang genug gehalten haben, dass du durch den Sturm kommst. Was zur Hölle? Das kannst du mir nicht antun. Ich leite die Fleet. Was fällt dir ein? Bla bla bla. Ich hab mich doch klar ausgedrückt. Ich leite sie. Du bist tot. Nur erzähl ich das niemandem, sondern dass du mit der Beute im Gepäck in den Sonnenuntergang geritten bist. Wunderbar romantisch. Die Fleet wird es lieben. Und die Credits sind dir egal? Geht es denn nicht um die Credits? Die Fleet ist eine Familie. Schon vergessen? Wir müssen uns doch aufeinander verlassen können. Du Idiot! Kapierst du's nicht? Von der Legacy gibt es keine Rückfahrkarte. Die Technologie für deinen dämlichen Beutezug existiert einfach nicht. Und spar dir das Fleet-Motto. Ich habe mir den Bullshit jahrelang angehört, während du mich bei jedem Deal übergangen hast. Das nennst du Familie? Weißt du was? Ich bin froh, dass du noch lebst. Da kann ich Lebewohl sagen. Also, Lebewohl? So, fertig. Das war's. Isa? Isa! Bist du noch da? Antworte! Crew-Aufzeichnung beendet. Gestartet. Verdammte Scheiße! Nichts! Komplette Zeitverschwendung! Ich habe alles versucht, was mir eingefallen ist und bin so weit wie zuvor. Und ich dachte, ich wäre ach so clever. Hätte den perfekten Plan. Erstens, mein Schiff reparieren und den Schildprototypen hochfahren. Zweitens, den Strom vom Crab Tank Array zurück ins System umleiten, um die Credits abzuschöpfen. Und drittens, schnell zurück zu meinem Schiff, bevor das EM-Feld die Legacy zerreißt. Drei leichte Schritte. Nur stecke ich schon bei Schritt 1 fest. Alle meine Schiffssysteme sind tot. Und auf diesem Schiff gibt es nichts, was mir hilft. Unglaublich, dass ich extra hier fliege und dann genauso festsitze wie die arme Crew dieses Schiffs. Oh. Wobei, Moment mal. Isa findet eine Lösung. Ich habe ihr ja extra gesagt, wohin ich fliege. Sie ist klug. Wenn ich das Treffen verpasse, weiß sie, dass etwas nicht stimmt. Wir wollten die Beute ja teilen. Ich muss einfach nur hier warten, bis ihr irgendwann klar wird, dass was faul ist. Dann kommt sie mich garantiert suchen. Bis dahin sollte ich anfangen, mein Essen zu rationieren. Ich warte wohl eine Weile. Crew-Aufzeichnung beendet. Wo hab ich das Ding denn her? Keine Ahnung. Beginn des Zahlungstransfers. Bitte warten. Alter, wie geil sieht das denn aus? Der Strom ist ausgefallen. Wir müssen hier schleunigst weg.
Schon erledigt, ja. Oh, ich sehe überhaupt nichts. Warum gibt es in Spielen eigentlich keinen Timer mehr, der anläuft? Wie früher. Ich bin überladen, oder? Oh, cool. Jetzt habe ich so eine auch. Oder habe ich die gekauft? Nee, oder? Nee. Dass ich die alle hier lassen muss. Keine Ahnung, ich laufe einfach. Ich laufe. Ich versuche den Punkt zu holen. Oh, toll. Nein, auch falsch. Falsch. Was? Bereit zum Abflug. Oh, aber meinem Schiff geht's gut. Ja, dann. Alle Systeme sehen gut aus, Boss. Sofort abdocken und weg hier. Wir bringen es natürlich nicht zu den Piraten, ist ja klar, oder?
Hä, wo sind die denn? Und weg hier.